Hallo und willkommen. Ja, wir hatten ja gestern da so ein bisschen einen Weg angelegt. Und während wir hier die Monster mal kloppen, erzähle ich mal, was ich so, ja, was wir denn heute machen. Und da stehen mehrere Creeper hier direkt da, wo ich sie eigentlich nicht brauchen kann. Ja, da haben wir dann erstmal wieder ein Creeperloch. Dort oben spaziert auch noch einer rum. Na gut, den Film müssen wir heute erstmal wieder Creeper-Löcher auffüllen. Hier kannst du eigentlich explodieren, aber ja, da tut es mir mal wieder mal nicht an. So, ne, komm schon her hier. Na, nicht die Kuh. Du sollst nicht hochgehen, hier nicht. So, haben wir erstmal wieder Creeper-freie Zone. Eigentlich hätte er mir hier vorne den ollen blöden Block wegkloppen sollen. Ja, hier hätte er sprengen sollen. Aber das kapieren ja diese blöden TNT-gehörnigen Idioten nicht. Ja. Terroristen waren das. Talibans. Ja, nicht, dass ich jetzt wieder Ärger kriege, weil ich die Talibans gehirnlose Idioten genannt habe. Die werden schon ihre Berechtigung haben, aber... Wer nicht mit anderen zusammenleben kann, ja, wie heißt es so schön, das soll es sein lassen. Toleranz sollte man auch da bringen, wo andere Leute eigentlich intolerant sind. Da haben wir dann schon wieder mal ein Thema, speziell zur 100. Folge. War eigentlich da in einer 100 Special Folge zu machen, aber ich wüsste jetzt nicht so, was ich richtig tun soll hier. Da wir ja immer noch kein Minecraft 1.2 haben und ich eigentlich nichts richtig bauen kann. Beziehungsweise ich kann schon was bauen, aber das, was ich eigentlich als sogenannte Design-Elemente ja, haben wollte, kriege ich erst mit einer 1.2 von Minecraft. Und Design-Elemente wie Creeper-Löcher, die haben wir ja schon länger. Die brauchen wir eigentlich noch nicht. Und ja, da bin ich schon wieder bloß am dumme Erde schaufeln. Den Kies braucht man natürlich noch. Dann werden wir hier mal die Erde wechseln. Und da ist ja noch eine Schaufel, die war eigentlich auch nicht mehr so frisch ist. Hauen wir die mal rein hier und machen wir das Creeperloch mal zu hier. Ja, keinen 2x2 Hohlraum lassen. Oder 2x1 Hohlraum. Dort können Spinnen spawnen und das ist furchtbar, wenn die Spinnen einen ständig ins Ohr kratzen oder ja, was sind das für Geräusche? So eine komischen Zischgeräusche. Ja, hier haben wir schon wieder Dings. Oh, wir haben ja noch eine Spitzhacke dabei, obwohl die nicht mehr gar auch nicht ganz so frisch ist, ne? Aber zumindest habe ich dann mal hier diesen blöden Klotz, damit wir hier besser ins Haus laufen können. Beziehungsweise in unseren Turm laufen können. Da habe ich hier mal etwas die Ecke weggenommen hier. Auch wenn ich denn schon wieder schaufle hier. Aber naja. Ich bin mir noch nicht schlüssig, ob ich nicht bei der 100. Folge eine kleine Pause mache, bis das die 1.2 raus ist. Oder ob ich einfach jetzt anfange zu bauen und die Design-Elemente, die in der 1.2 dazukommen, erst später mache. Da wir jetzt hier schon die 100. Folge haben, ja, muss ich mich jetzt in dieser Folge entscheiden. Und ja, mal sehen, ob die Spitzhacke jetzt hält hier, bis dass wir hier das weg haben hier. So wie es aussieht, wird sie nicht durchhalten. Genau. Das bedeutet, wir müssen uns noch eine neue machen.
Aber ist alles kein Thema. Eisen haben wir genug. 1, 2, 3. Und deswegen waren wir ja Farben in der Mine. So, die Erde nicht alles wegpacken. Ja, so müsste es reichen. Dann kommt hier noch die Hosen und die ganzen Monsterkram hier rein. So. Ja, das sieht jetzt hier schon etwas besser aus, finde ich. Die Fläche ist dann schon mal eingeebnet. Dann werden wir mal noch den Untergrund vom Brunnen machen. Und eventuell schaffen wir es auch heute noch, den Brunnen zumindest zu fluten. Da ich ja da stilles Wasser drinne haben möchte, brauchen wir da auch noch einen Eimer. Ich glaube, wir hatten noch einen Eimer drinne, den wir in so ein Spawnergrube gefunden haben. Das heißt, wir haben wenigstens zwei Eimer hier. So, was mache ich jetzt zuerst? Erstmal einen Boden aus Cobbles bauen. Nee, ich brauche noch eine Schaufel, denn die hält nicht so lange durch. So. Dann gucken wir auch gleich mal, ob wir hier noch einen zweiten Eimer haben. Hier haben wir noch einen zweiten Eimer. Das ist ja echt gut. Da liegt auch noch Monster Dope, den wir nicht brauchen. Ja. Ach so, Schaufeln wollte ich noch machen. Machen wir uns mal noch zwei Schaufeln. Wir werden zwar bloß eine, denke ich mal, brauchen. Aber das ständige Hin- und Hergelaufe hier, das nervt ja sicherlich auch. Und wir haben hier jetzt hier schon die Grundfläche von unserem Brunnen angelegt. Und den Brunnen mache ich aber nur einen tief, damit hier niemand drin ertrinkt. Außerdem lässt sich ein tiefer Brunnen viel leichter auffüllen mit stillem Wasser. Das ging zwar in der Version 1.9 Pre-Release 5, da wurde mal das Wasser so geändert, dass Wasser ja auf einmal zum Beispiel bei Skyblock oder sowas nicht mehr nutzbar war. Und da ist die erste Schaufel schon hin. Und unsere Kühe sind schon hier im Teich. Die wollen uns hier unbedingt im Teich besuchen hier. Ja, ein Dorfhof braucht auch ein bisschen Erfrischung. Im Sommer wird das hier dann auch ziemlich warm werden hier. Ja. Die Kühe stören etwas hier, aber ich will sie nicht schlachten. Ja, wir hätten dann hier ein bisschen Fleisch zu essen, aber ja, was heißt, wir haben ja unten in unserer Scheune haben wir ja auch noch Kühe. Aber ich finde irgendwie, wenn in Minecraft die Tiere nicht mehr da sind, also man alles weggeschlachtet hat, dann ist das irgendwie öde. Auch wenn das Muhen von den Kühen hier eigentlich manchmal ein bisschen stört und dass sie einen hier schubsen hier und so weiter, stört einen manchmal auch, aber ja, die schieben mich hier hin und her hier. So, dann können wir das hier abkoppeln. Dann können die Kühe natürlich auch wieder rausgehen. Dann zwei Blöcke hoch kommen sie ja nicht, aber ein Block hoch dürften sie eigentlich kommen. So, Cobblestone auf die Tasche packen. So eine kleine Fläche hier, was die für Cobblestones braucht. Das ist schon bemerkenswert. Ja, und die Kuh lässt mich nicht mal hier die Cobbles fertig bauen. Ja, das ist eben so eine Sache, aber damit muss man leben in Minecraft.
Man kann zwar alles abschlachten, aber ja. Ich finde, andere machen dann den Atmos-Mod oder wie der heißt, wo man so viel Grünzirpen und sowas halt drauf. Und die knallen alle Viechter weg. Ich will aber nur meine Viechter haben, die auch im Minecraft-Original existieren. Und es wird schon wieder dunkel, das gibt's doch nicht. Haben wir schon wieder einen ganzen Tag hier, einen ganzen Minecraft-Tag hier schon wieder rumgebastelt. Ja, zwei Stacks Cobble sind schon wieder alle. Und da haben wir noch nicht mal die Grundfläche fertig hier von dem, ja, späteren Brunnen. Und ich sollte nach drinnen gehen. Was wir jetzt auch tun. Und wir werden erstmal schlafen gehen. Hier im Turm sollten wir vielleicht auch mal noch den Fußboden ändern. Aber ja. Wie man sieht, kaum bin ich im Haus, sind hier schon wieder die Creepers unterwegs. Aber ich habe gar keinen Bogen mit. Also muss ich die Creeper jetzt so wegmachen. Die stören mich nämlich irgendwie. Eigentlich könnte man ja unser Sharpness-Schwert mal ausprobieren. Aber bevor dieses hier nicht weg ist, wollte ich das eigentlich nicht tun. Ich denke mal, da braucht man dann nur zwei Schläge noch. So haben wir erstmal soweit alles entfernt. Ja. Jetzt geht es darum, das Ding zu füllen. Um das effektiv zu füllen, muss ich hier mir noch eine Hilfsleiste machen. Ich habe das getestet, das Ding komplett still zu kriegen. Es geht nicht. Zumindest nicht, wenn man da nicht hier kurzzeitig hier so eine Erdrunde reinzieht. Und dann ist es ganz einfach. Lagen hier nicht noch Knochen? Auch hier liegt noch ein anderer Müll hier von den sogenannten Verbrannten. So, und was wir noch brauchen, ist ein zweiter Eimer Wasser. Den einen können wir ja dann schon mal hier in die Ecke kippen und dann müssen wir mal unser Tor benutzen. Mal sehen, ob es noch funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, außen war glaube ich auf. Ja. Und das Tor funktioniert noch. Und ich kann schon wieder nicht rennen, weil mir schon wieder die Nahrung ausgegangen ist. Ah, hier liegt noch Müll von den Verbrannten. Aber wir haben hier jetzt so viel Knochen, da können wir Knochenmehl machen. Wofür wir Knochenmehl brauchen? Ja, ich wollte es eigentlich schon wieder verraten. Aber wenn ich euch immer alles verrate, dann macht das ja keinen Spaß mehr. So, die Tür schließen. Wir haben ja eine geschlossene Gesellschaft. Und jetzt machen wir eins hier in die Ecke. Ja, da habe ich jetzt das falsch hingekippt, aber ist egal. Und dann müssen wir dorthin. Dann haben wir hier nämlich in der Ecke schon wieder stilles Wasser, wo wir eine unendliche Quelle haben. Dann brauchen wir nicht so viel zu rennen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur, ja, jeden zweiten.
Und wir bekommen hier automatisch eine unendliche Quelle. Wir müssen uns hier einfach nur immer mal ein bisschen drehen, um den Eimer wieder voll zu machen. So, dann haben wir die große Fläche hier in der Mitte schon fast still. Da haben wir sie still. Und jetzt müssen wir, die hier ist etwas schwieriger zu füllen, da wir jetzt hier erstmal in jeder Ecke, jetzt haben wir hier schon still. Und ja, da müssen wir jetzt hier in jeder komischen Minecraft-Ecke einmal Wasser reinkippen. Ja, wie man sieht, es fließt. Und das ist das, was wir ja eigentlich nicht wollen. Und ja, wenn ich hier richtig anständig laufen könnte, wäre das ja nicht schlecht. Also halten wir uns lieber mit Shift hier fest. Und jetzt haben wir die Fläche auch still. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Weiß nicht, ob das jetzt einfach schon so klappt. Aber ich glaube nicht ganz. Ne, nach darüber fließt es noch. Aber das kriegen wir auch gleich behoben. Jetzt haben wir es hier schon still, das heißt, da drüben müssen wir noch zweimal einmal rankippen. Einmal in diese Ecke und einmal in diese Ecke. Und dann haben wir alles still. So, und jetzt können wir hier einfach die Dinger rausschaufeln. Und dann haben wir die ganze Fläche hier still. Ja, im Wasser lässt sich das immer sehr schnell laufen hier. Und dann suchen wir uns noch die Mitte. Und zwar, ja, hochspringen geht ja im Wasser nicht. Und ich habe, glaube ich, auch nicht die Mitte getroffen. Haben wir jetzt die Mitte? Oh. Das war aber Zufall, das ist die Mitte. Und bevor ich hier weiterbaue, werde ich hier gar nichts bauen, weiterbauen. Ich könnte jetzt hier zwar erstmal 0815 Brunnen mit, wie gesagt, mit einem in der Mitte einen Kackstift bauen. Man könnte zum Beispiel auch vier Kackstifte noch ringsrum verteilen, hätte man auch einen anständigen Brunnen, aber ja. Ich habe eigentlich vor, einen ganz anderen Brunnen zu bauen. Aber ja, der Eimer, der kann leer bleiben. Wir brauchen zumindest erstmal. So, jetzt muss ich hier zwei hier rüber. Und ja, das kann hier ruhig so schon rein. Ich muss jetzt hier immer. Drei Stück. Ja, das dürfte eigentlich um ringsherum reichen. Drei Stück. Ja, das passt noch nicht. Wie man wahrscheinlich jetzt schon bemerkt hat, bin ich am Überlegen, wie ich jetzt hier kreisrund einen, ja, einen Kiesweg um diesen Teich drumherum bauen will. Ja, drei
Ja gut, dort reichen die zwei und ich denke mal, das geht so. So, deswegen hatte ich hier auch noch nicht komplett alles aufgefüllt. Damit wir, wie habe ich das jetzt hier gelöst? Hier muss wahrscheinlich jetzt die zwei noch rein. Ja. So dürfte das funktionieren. Ach. Solche Sachen sind eben immer, muss man eben immer überlegen, wie man die baut. Hier rein und jetzt muss der hier noch einen rüber. Dann kommen wir hin. So. Das heißt, hier kommen auch zwei rüber. Und dann hier noch ein weg. Ich denke mal, dass das so geht. Wenn wir das jetzt mit Kies auffüllen, den wir ja hier schon auf der Tasche haben, dann sieht der Weg einigermaßen rund aus. Und dasselbe müssen wir dann auf der anderen Seite machen. So, eins der Keys ist schon wieder alle. Und wie man sieht, funktioniert das hier alles. Und da geht schon wieder die Sonne unter. Das hier zwei, ja. Ja, dann müssen wir halt den Kieswegebau auf den anderen Tag, auf die nächste Folge verschieben. Und ihr müsst hier mit etwas unfertigen Vorlieb nehmen, denn ab dem Ende dieser Folge hier, an diesem Bett hier, gibt es dann den Download wieder. Und gute Nacht und tschüss.